So. Was kannst du mir über das Dorf erzählen? Faring ist von Orks besetzt, genau wie der ganze Rest des Reiches. Reisende lassen sie nur ins Dorf. Der Pass und die Burg sind für Fremde tabu. Was ist mit dem Pass? Der Pass nach Nordmar ist der eigentliche Grund, warum die Paladine damals hier ihre Burg gebaut haben. Aber jetzt ist er dicht. Morjok, der Kommandant des Wachturms, lässt niemanden hindurch. Wie komme ich über den Pass? Jeder, der nach Nordmar will, muss am Turm vorbei. Morjok lässt nur Tom und Wilson, die beiden Jäger, passieren. Wenn du wirklich nach Nordmar willst, halte dich an sie. Sie können dir helfen. Wird's versuchen. Erzähl mir was über Nordmar. Ich selbst war noch nicht da, aber ich habe gehört, es besteht fast nur aus schneebedeckten Einöden. Dort soll es magisches Erz geben. Man muss es nur vom Boden aufklauben. Hört sich an wie ein Märchen. Mag sein, aber die Orks verhindern mit allen Mitteln, dass Fremde nach Nordmar kommen. Der Turm, oberhalb des Dorfes, bewacht den Pass. Jeder, der nach Nordmar will, muss dort vorbei. Was ist mit der Burg? Dort sitzt Khan, der oberste Anführer aller Orks. Von dort aus organisiert er die Belagerung der Hauptstadt. Gnar lässt nur ausgewählte Leute in die Burg, und selbst die dürfen nicht mit Khan sprechen. Wer sind denn die wichtigsten Orks hier in der Stadt? Hier unten hat Gorok das Kommando. Dann gibt es noch Gnar, direkt beim Burgtor. Er entscheidet, wer in die Burg kommt. Oben am Turm steht Morjok. Er bewacht den Pass nach Nordmar. Gibt's irgendwelche Probleme? Hier? Nee, im Dorf ist alles ruhig, wie immer. In der Burg sowieso. Da sind eh fast nur Orks drin. Und die machen keinen Ärger. Nein! Nur nicht. Wie läuft das Geschäft? Schleppend. Es kommen nicht mehr viele Reisende nach Faring. Die meisten wollen in die Burg und sich mit Khan gut stellen. Aber er lässt sie erblitzen. Am besten, du hältst dich da raus. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Ach, hier oben erfährt man nicht viel. Faring ist eine Burg und keine große Stadt. Hier kommen nicht viele Händler vorbei. Und seit die Orks den Pass geschlossen haben, kommt auch nichts mehr aus Nordmar durch. Aber irgendwas musst du doch wissen. Ja, ein paar wenige Sachen kann ich dir schon erzählen. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Seit die Orks den Pass geschlossen haben, wollen auf einmal wieder viele nach Nordmar. Früher sind nur ein paar Jäger durch, doch jetzt wollen allerlei Gestalten ins Eis. Hast du Der Assassine Ali war in Nordmar und hat dort irgendwelche Gräber durchsucht. Er ist mit so einem komischen Stein wiedergekommen und versucht jetzt damit in die Burg zu kommen. Als ob die Orks ihn damit eher durchlassen würden. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks haben vor Vanguard eine große Armee zusammengezogen, um die Stadt anzugreifen. Aber noch kommen sie nicht lebendig durch die Barriere. Sei bloß vorsichtig dort. Sie greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Ich will was trinken. Klar. Nimm erst mal einen kühlen Schluck. Ist zwar nicht mehr viel da, aber es sollte reichen, um dir den Staub aus der Kehle zu spülen. Kann dir doch egal sein. Gehen dir die Vorräte aus? Das kannst du wissen. Die Orks saufen mehr als die Jäger. Übrigens, wenn du die hinhauen willst, oben ist genug Platz. Aber lass die Finger von den Sachen der anderen Gäste. Welche Gäste hast du noch? Die ganzen Söldner und diesen Ali. Er kommt aus der Wüste und versucht ebenfalls in die Burg reinzukommen. Jeden Abend rennt er rum und redet mit den Orks. Aber mit Reden ist bei den Orks noch niemand weit gekommen. Das wird er auch noch merken. Hast du irgendwelche Neuigkeiten? Im Moment habe ich nichts. Was du nicht eh schon weißt. Ich will etwas über die Burg wissen. Seit Khan und seine Kämpfer da sind, lassen sie nur noch ausgewählte Menschen hinein. Nicht mal ich kann rein. Und dabei könnte ich drinnen bestimmt ein paar Geschäfte machen.
Ich werde einen Weg in die Burg finden. Das will ich auch. Pass auf. Ich weiß etwas, das uns beide weiterbringt. Erzähl. Um in die Burg zu kommen, musst du die Orks hier draußen überzeugen. Ich kann dir dabei helfen. Und wie? Ich habe einen guten Schnaps da. Der wird den Orks gefallen. Bring jedem eine Flasche mit meinen Grüßen. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Was habe ich davon? Ich kenne alle Typen, die hier im Dorf rumhängen. Wenn du mir hilfst, sind ein paar nützliche Ratschläge für dich drin. Gut, gib her deinen Schnaps. Bring Mojok, Gorok und Gnar jedem eine Flasche. Aber vergiss nicht, Grüße von mir zu bestellen. Wo finde ich Gnar? Er steht auf dem Weg zur Burg. Wo finde ich Mojok? Ach, geh einfach durchs Dorf. Dann nimmst du den Weg hinauf in die Berge. Du findest ihn am Turm. Hi. Hi. Ah, Kundschaft. Ich hoffe, du willst nicht in die Burg. Seit Khan hier in der Burg sitzt, lassen die Orks nämlich keinen mehr rein. Und? Das ganze Dorf ist voller Söldner, die in die Burg wollen. Die wenigsten schaffen es. Was ist mit den ganzen Söldnern? Ignoriere sie am besten. Typen wie die gibt es überall und die Orks wissen das. Sie wollen das große Gold machen, sind aber nicht bereit, Leistung zu bringen. Gnar weiß das und lässt sie nicht in die Burg. Ah, okay. Zeig mir dann. Puh. Der hat ziemlich gute Sachen. Helm. Ja, das passt nicht zu einem, wie uns. Wir können keinen Helm gebrauchen. Wieder ein Morrer, der in die Burg will. Pass auf, ich sag's nur einmal. Nur wenn wir alle zustimmen, wirst du in die Burg kommen. Wir alle? Ich und Mojok, der den Pass bewacht. Und Gnar, der die Burg bewacht. Kapiert? Machst du hier Ärger, dann war es das. Schlafen kannst du bei Flint. Die Burg von Faring. Kriege ich deine Zustimmung? Die hast du nicht. Ach was, kann ich irgendwas tun, um sie zu bekommen? Zeige mir, dass wir dich brauchen. Das Dorf hat genug Probleme. Ich will über den Pass. Der Pass ist dicht. Kein Morrer darf durch. Hier ist Schnaps für dich. Gut. Ich habe schon darauf gewartet. Mit den besten Grüßen von Flint. Musik, Morrer. Das ist Musik. Der letzte Scheiß. Ja, wenn du es sagst. Wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Bin dann erstmal weg. Ja, dir auch. Spider-Stefan. Ich hoffe, der Stream hat gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Halt, was willst du? Nein, wir... Ich will in die Burg. Wir brauchen keine Morras in der Burg. Wir brauchen Krieger und Jäger. Was ist in der Burg? Khan. Er hat dort seine besten Krieger versammelt. Gemeinsam planen sie dort den Sieg über deinen König. Erzähl mir von Khan. Seine Feinde zittern, wenn sie seinen Namen hören. Er hat diese Burg erobert. Eure schwachen Paladine konnten ihn nicht besiegen. Nicht mehr lange und dein König wird vor ihm im Staub kriechen. Flint schickt dir Schnaps. Flint weiß, was ein guter Schnaps ist. Stark und klar wie das ewige Eis. Gut, dann gehen wir noch zum Mojok. Ah, noch ein Fremder auf Reisen. Willst du auch in die Burg? Ich hoffe, du hast ein passendes Geschenk dabei. Was für ein Geschenk? Für den großen Khan. Ich habe ein Artefakt aus Nordmar mitgebracht. Wow. Es hat mich eine große Summe Gold gekostet. Aber die Investition wird sich lohnen.
Warst du schon in der Burg? Nein, die Orks lassen mich nicht hinein. Khan ist sehr beschäftigt. Aber ich bin mir sicher, es dauert nicht mehr lange. Jeder ist käuflich. Ich muss nur noch rausfinden, womit ich die Orks kaufen kann. Was ist das für ein Artefakt? Ein Stein. Diese ungebildeten Barbaren haben ihn einfach in die Landschaft gelegt. Aha. Es ist keines von den Dingen, die die Orks in der Wüste suchen. Und woher weißt du, dass sie ausgerechnet dein Artefakt wollen? Nun, es ist doch offensichtlich, dass die Orks selber nicht wissen, was sie suchen. Und es ist ebenso offensichtlich, dass sie in der Wüste noch nichts gefunden haben. Mein Artefakt ist aus Nordmar, dem eisigen Land im Norden. Es ist das perfekte Geschenk jetzt für Khan. Jetzt wirst du bluten. Erzähl mir was über Nordmar. Ich hatte Glück, dass ich noch über den Pass gekommen bin. Ich werde dich töten. Hat mich 3 Flaschen Schnaps gekostet. Zum Glück nur dieser Nordmar-Fusel. Boah, das Zeug ist ungenießbar. Also was war jetzt in Nordmar? Ach so, ja. Keine 10 Pferde bringen mich da wieder hin. Es ist furchtbar kalt und man verläuft sich ständig. Hätte ich keinen Führer gehabt, wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Er hat mir auch das Artefakt verkauft. So, da ist irgendwo ein Kampf. Was ist denn hier los? Wem hast du es gezeigt? Leute, es gab einen Kampf. Gold, das ist toll. Du kleine Bitch. Du willst doch nicht schon wieder Ärger machen. Doch, komm her. Ich hab gesagt, Waffe weg. Du willst es ja nicht anders. Bleib stehen. So, erstmal mein Gold. Nur Ärger mit den Weibern. Sich das jetzt auch endlich erledigt. Mann, selten so viel Frau in Gothic 3 reden hören, ja. Das Einzige, was sie dann auch noch tun, ist, ihr Geld abzunehmen. Wahrscheinlich kriegen die nie genug. Geldgierige Bastarde. So. Ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich glaube, wir legen uns auch erstmal pennen. Das hätte er noch besser wissen müssen. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar. So. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Wie im richtigen Leben halt. Ja, ja. Die wollen nur Geld.
Halt, Mora! Was ist los? Hier gibt es nichts für dich zu holen. Kehr wieder um. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Ja, und? Und deshalb muss ich nach Nordmar, klar? Ja, und jetzt kehre um. Vergiss es einfach. Ich will hier durch. Ja, und genau deshalb stehe ich hier. Um mir das Leben schwer zu machen? Um Moros davor zu bewahren, aufgefressen zu werden. In Nordmar herrscht Krieg. Da bist du ganz schnell tot. Kapiert? Erzähl mir von Nordmar. Wir kamen über die Berge nach Nordmar und sahen die Truppen des Königs. Sie besetzten die große Schmelze. Man wollte es wohl realistisch machen. Es war leicht, sie zu besiegen. Jetzt gehört uns die große Schmelze. Kein Morrer darf dorthin. Wir töten alle, die sich der Schmelze nähern. Deshalb kannst du nicht nach Nordmar gehen. Kapiert? Es muss doch einen Weg geben, wie ich nach Nordmar komme. Wenn du wirklich so dumm bist, dann kriegst du eine Chance. Was für eine Chance? Werde Jäger. Tom und Wilson, die Morrerjäger, gehen nach Nordmar. Sie wissen, wie sie überleben. Wenn sie sagen, du kannst gehen, lasse ich dich durch. Ich habe Schnaps. Willst du einen Schluck? Es gibt nicht viel, was ihr könnt. Aber euer Schnaps ist gut. Bah! Willst du mich vergiften, Morra? Wo ist das Zeug, das er letzte Woche gebracht hat? Willst du anderen Schnaps? Ja, Morra. Nordmarer Nebelgeist. Eine Flasche für meine Männer und eine für mich. Treib das auf. Dann hast du meinen Respekt, Morra. Okay. So, dann halt nochmal. Nein. Ich kämpfe nur auf gleicher Höhe mit euch. Alles andere ist unfair. Oh.
Können wir denn essen? Das können wir essen. Noch ein. Und dann ein Heiltrank. Schatz. Steht da tatsächlich Schatz, okay. Was haben wir denn da? Ja, es sind interessante Dinge drin. So. Die Sachen noch und die Sachen noch. So, Rockos Höhle. Dann nach Faring. Haben wir einen kleinen Teleport machen. So, sehr schön. Deine Grüße sind angekommen. Gut. Wenn du was über die Typen wissen willst, dann frag mich einfach. Erzähl mir was über Connor. Er arbeitet schon ewig für die Orks. Früher war er ein hervorragender Kämpfer, aber seine beste Zeit ist um. Heute hilft er den Orks, indem er ihnen Sachen besorgt. Hast du im Moment... Okay, dann reden wir nochmal mit Connor. Kommst du in die Burg? Klar, aber ich bin auch schon länger dabei als die meisten. Ich habe mir auf dem Schlachtfeld den Arsch für die Orks aufgerissen, ehe ich hier gelandet bin. Nach der großen Schlacht um Faring haben sie mir diesen Laden überlassen. Das ist mehr, als ich in der königlichen Armee je bekommen hätte. Erzähl mir von der Schlacht um Faring. In der ersten Schlacht war ich nicht dabei. Dort hatten es die Paladine des Königs geschafft, das gewaltige Heer der Orks aufzuhalten. In der zweiten, entscheidenden Schlacht hat Khan selbst unsere Truppen angeführt. Auch diesmal sah es zunächst aus, als würden wir scheitern. Tagelang dauerte die Belagerung der Burg, ohne dass wir auch nur einen Meter Boden gut machen konnten. Erst der schwarze Magier wendete das Blatt. Xardas. Ja, es war unheimlich. Er hatte diesen Stein dabei. Er leuchtete. Mit jedem Schritt, den Xardas auf die Burg zuging, wurde das Leuchten stärker und heller. Als er am Fuß der Burgmauer stand, überstrahlte der Stein das gesamte Schlachtfeld. Keiner konnte hinsehen. Man wurde sofort geblendet. Dann, plötzlich, war alles still und das Leuchten verschwunden. Xardas drehte sich um und ging. Ohne ein Wort. Weißt du, wo Xardas anschließend hin ist? Vermutlich wieder nach Nordmar. Dorthin, wo er hergekommen ist. Okay. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar kann ich dir helfen. Du kannst wie all die anderen in die Arena gehen und hier draußen versauern. Oder du kannst die drei wichtigsten Orks außerhalb der Burg direkt überzeugen. Ich kann dir bei allen dreien weiterhelfen. Das kostet dich jedes Mal 100 Goldstücke. Klingt fair. Wen muss ich überzeugen? Nun, zuallererst Gorok. Er ist hier unten im Dorf. Dann Gnar. Er steht direkt am Zugang zur Burg. Mojok ist ein alter Säufer. Er ist Kommandant des Wachturms, oberhalb der Stadt. Was ist mit Gnar? Schwieriger Brocken. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wie man ihn rumkriegt. Wie?
Mit Fellen. Wolfsfellen, um genau zu sein. Bring ihm genug. Dann hast du keine Probleme mit ihm. Was ist mit Gorok? Gorok hat hier die ganze Arbeit an der Backe kleben. Er muss dafür sorgen, dass es im Dorf ruhig ist. Hilf ihm ein bisschen und er wird dich unterstützen. 30, okay. Wie bekomme ich Mojoks Zustimmung? Mojok ist ein alter Säufer. Bring ihm ein paar Flaschen guten Schnaps und er wird dich nicht ablehnen. Aber es sollte schon ein wirklich guter Schnaps sein. Ich brauche Schnaps. Nordmarer Nebelgeist. Geh zu Flint. Er ist der Wirt. Ich habe keinen Schnaps. Schade. Das kann weg. Das. Nee, die bitte nicht. Holzfäller-Axt. Und Bolzen brauche ich auch nicht. Den Schild brauche ich nicht. Den Schild brauche ich nicht. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Verstehe. Du warst bei Mojok. Ich hab nichts mehr. Alles weg. Fuck. Wo kriege ich das Zeug? Geh zu Tippler, dem alten Brenner. Der stellt das Zeug her. In seiner Waldhütte, südlich von hier. Normalerweise säuft er das Zeug selbst. Aber vielleicht hast du ja Glück. Wie viel Wolfsfälle habe ich denn? 5. Okay, damit komme ich nicht weit bei dem. Die Höhle ist frei. Es waren nur ein paar Gobbos. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Hier ist dein Erz. Sehr schön. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Ich habe noch eine Flasche. Die kannst du haben. Wie viel willst du haben? Nun ja, ich bin zurzeit völlig pleite. Sagen wir 200 Goldstücke. Ich will deinen Schnaps kaufen. Hier. Danke für das Gold. Sehr schön. Damit haben wir schon mal einen. Und die Trolle, die lassen wir mal noch getrost da sein. So. Schnapsbeere. Sehr gut. Moin, du bist Tippler? Hast dich wohl verlaufen, was? Wie kommst du darauf? Bist hier ziemlich abseits von den Wegen und wie ein entlaufener Sklave siehst du nicht aus. Ich bin Tippler. Ich wohne hier. Was machst du hier draußen? Eigentlich bin ich Jäger, aber die meiste Zeit verwende ich darauf, meine morsche Hütte zu flicken. Wenn's dann doch mal langweilig ist, genieße ich meinen selbstgebrannten Schnaps. Willst du mal kosten? Bin erstmal weg, bis später und viel Spaß. Ja, du auch, Alex. Du auch. Bis später, eventuell. Gib her. Hier, nimm, aber sei vorsichtig. Das Zeug brennt wie ein Snapperfurz. Woher weißt du, wie ein Snapperfrau? Ach, egal. Kannst du mir zeigen, wie man jagt? Um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen eingerostet und muss mich um 1000 Sachen kümmern. Aber wenn du mir ein bisschen hilfst, kann ich dir zeigen, wie man mit dem Bogen umgeht. Ich brauche Schnaps. Ich brenne den besten Schnaps der ganzen Gegend. Der brennt dir deinen Verstand raus. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein paar Flaschen. Zeig mir deine Ware. Ja, das und das brauche ich auf jeden Fall. Zack, zack. Pfeile ist immer schön. Weitläuferbogen. Das wäre schon geil, wenn ich den Weitläuferbogen hätte, ne? Ja. Lass mal stecken. Ich brauche Nordmarer Nebelgeist. Ein wahrer Kenner. Ich habe selbst nur noch eine Flasche. Den Rest habe ich verkauft. Kannst du neuen brennen? Natürlich, aber ich habe die Zutaten nicht.
Ich bringe dir die Zutaten. Gut, hier ist eine Liste. Wenn du mir alles bringst, was auf der Liste steht, kriegst du meinen Schnaps. Hier sind schon mal ein paar Pflanzen. Gib her, die sehen gut aus. Gut, gib her deinen Schnaps. Sehr gut. Mit dem Zeug kann ich gleich einen ganzen Kessel Schnaps ansetzen. Also, wir sind im Geschäft. Hier ist dein Schnaps. Sehr schön. Alchemie 32. Jo, wir haben wieder einen Punkt in der Alchemie bekommen. Ist ja auch schick. Oh, fuck. Fuck. Das war zu nah an den Trollen. Das war zu nah an den Trollen. Ich habe für Flint den Schnaps rumgetragen. Nordmarer Nebelgeist. Starker Schnaps. Gut. Lass mich in Ruhe. Was? Zur Hölle? Gehen wir zu Mojok. Da ist wieder dieser Ali. Halt! Keinen Sch... Ja, hier ist der Nebelgeist. Hier ist der Nebelgeist. Mora, du erstaunst mich. Das war nicht völlig dumm. Geh zu Gnar. Er soll dich in die Burg lassen. Dort sind auch viele durstige Krieger. Mach dir keinen Ärger, klar? Kann ich jetzt rein? Halt! Nein. Fuck. 23 Lernpunkte. Sehr schön. Das sollten ein paar Zauber sein. Vielleicht habe ich ja Glück. Bist du hier, um ein paar Goldstücke zu machen? Oder willst du dir den Respekt der Orks verdienen? Hier kannst du beides. Ich bin Curtis, Chef dieser kleinen Arena. Aha. Hi, kämpfst du auch in der Arena? Kommt drauf an. Verstehe. Du wolltest eigentlich in die Burg, wie die meisten hier. Was ist mit dir? Die Burg habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Ich bin nicht gut genug. Ich hoffe, ich kann in der Arena wenigstens ein bisschen Gold machen. Wenn einer in die Burg kommt... Dann Spike. Er ist der beste Kämpfer von uns allen. Ich will gegen dich kämpfen. Rede mit Curtis. Er organisiert die Kämpfe. Du bist neu hier, was? Wenn du willst, kämpfe ich gegen dich in der Arena. Kannst dich bei Curtis melden. Ihm gehört die Arena. Hast du nichts zu tun? Hi. Wenn du gegen mich kämpfen willst, rede mit Curtis. Er organisiert die Kämpfe. Lass mich in Ruhe. Okay. Wenn Curtis das also tut. Ist hier irgendwas Interessantes? Nein. Okay. Na dann. Auf in die Arena. Auf in die Arena. Was kann ich hier gewinnen? Jeder Kampf kostet 100 Goldstücke. Wenn du gewinnst, bekommst du 150 zurück. Das ist nicht besonders viel. Das ist auch keine besonders große Arena. Was du deinem Gegner abnimmst, gehört ebenfalls dir. Wow. Noch was. Besiegst du meinen besten Mann, kann ich dir noch ein paar Tricks zeigen. Verstehe. Ich will kämpfen. Ich schicke dir Goran. Der dürfte genau deine Kragenweite sein. Was muss ich tun? Du gehst in die Arena und wartest auf deinen Gegner. Ich will einen sauberen Zweikampf. Keine Zauberei und keine miesen Tricks.
Gehst du zu Boden? Hast du verloren. Verlässt du den Ring? Hast du verloren. Das ist alles. Viel Glück. Hast du verloren. Und wenn ich dir auf die Fresse schlage und du zu Boden gehst, hast du verloren. Jetzt. Er hat die Arena verlassen, Jungs. Gib's ihm! Acht auf deine Deckung! Na. Willst du doch nicht hier, willst dich doch nicht unglücklich machen, oder? Doch, bei Roller. Die hier. Tun wir mal wieder rein. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wenn man vorsichtig ist, wird die Klinge messerscharf. Ah ja. Goran ist erledigt. Nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wird aus dir noch ein richtiger Gladiator. Hier ist dein Gewinn. Wow. 50 Gold dazu gewonnen. Ich will gegen dich kämpfen. Dann musst du mit Curtis reden. Er entscheidet, gegen wen du kämpfst. Kann also sein, dass du erst noch gegen jemand anders kämpfen musst. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Wenn man vorsichtig ist, wird die Klinge messerscharf. Gib mir einen Kampf. Willst den Orks wohl zeigen, was du auf der Pfanne hast? Geh in die Arena. Ich schicke dir Muff, aber sei vorsichtig. Er hat einen mächtigen Bums im rechten Arm. Den mache ich schon. Dann ah, der hat ein Schild. Fuck. Lass dir das nicht bieten! Komm schon, den schaffst du! Ach ja. Lass dir das nicht bieten! Du bist draußen. Der Kampf ist vorbei. Willst du mich verarschen? Du hast die Arena verlassen, nicht ich. Dann halt nochmal. Kein Problem. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Das ist doch sicher noch was zu erledigen. Ja. Dann zeig mal, was. Es gibt einen Kampf. So. Komm schon, den schaffst du. Acht auf deine Deckung. So, bis hierhin kann ich. Lass dir das nicht bieten. Komm schon, den schaffst du. Das gibt's doch gar nicht. Geil, ich habe gewonnen, obwohl ich auch zu Boden gegangen bin. Da ist nichts zu holen. Ja gut, habe ich gewonnen, ne? Nächstes Mal. Dich fertig. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich will gegen dich kämpfen. Ist mir schon klar, aber du solltest vorher noch ein bisschen üben. Melde dich bei Curtis. Er wird dir einen Kampf geben.
Wenn du gut genug bist, kämpfe ich vielleicht auch gegen dich. Ganz bestimmt sogar. Ganz bestimmt sogar. So, dann noch einen Eintopf. Sehr schön. Dann haben wir alles. War Muff alles, was du mir schicken kannst? Schon gut. Vielleicht bist du einfach in der falschen Arena. Wenn du gegen wirklich gute Kämpfer antreten willst, solltest du in die Wüste gehen. Da kann man auch mehr gewinnen. Hier ist dein Gold. Aha, in die Wüste also. Ich will kämpfen. Mir gehen langsam die Leute aus. Nur Spike ist noch bereit, gegen dich anzutreten. Er brennt darauf, allen zu zeigen, wer hier der Boss im Ring ist. Wenn er meint, allerdings hat er auch ein Schwert kostet dich dieser Kampf Schild. 200. Der Sieger kriegt 300. Wow. Ich will gegen Spike antreten. Wie du meinst. Es sind deine Knochen. Viel Glück. Komm her! Na super. Hat ja schon gut geklappt. Ja, hat sehr gut geklappt. War selbst schuld. Was schlägt er mich auch aus der Arena raus? Ich hasse solche kleinen Arenen und ich hasse das, wenn die aus der Arena gehen. Finde ich furchtbar. Aber das scheint auch kein Problem zu sein. Schon die Arena verlassen, Jungs. Wehr dich! Aber nein, nur ich werde dafür bestraft, wenn ich die Arena verlasse. Ja, immer feste ja, drauf! Ja, war klar. Die Deckung hoch! Jetzt bist du dran. So. Das ist nicht zu holen. Spike ist Geschichte. Tja, du hast sie alle geschlagen. Für dich gibt es hier nichts mehr zu tun. Wenn du weiter Gladiator bleiben willst, musst du wohl weiterziehen. Wo ist mein Gold? Hier. 300 Goldstück. Scheiße! Tut das weh! Hör auf zu heulen, Junge. Ich mach erstmal Pause. Ja, mach du erstmal Pause. Das solltest du auch. So, dann... Ich habe in der Arena gekämpft. Das respektiere ich. Wie sieht's mit deiner Zustimmung aus? Am besten, du wegen mir daran. Kannst du in die Burg. Sprich mit Gnar. Er lässt dich rein. Richtig, aber trotzdem... Okay. Hey. Hey, willst du mit mir handeln? Oder geht's um den Pass? Am besten, du hältst dich da raus. Mojok schickt mich. Du willst also über den Pass. Gut. Ich weiß nicht, ob du in Nordmar überlebst.
Und das ist mir egal. Ich kann dich nur raufbringen. Anschließend bist du dir selbst überlassen. Was ist mit dem Pass? Die Orks haben den Pass dicht gemacht. Er wird noch besser bewacht als die Burg, falls das überhaupt möglich ist. Ich weiß nicht, ob nur wir Jäger kommen noch durch. Wenn wir dich da durchbringen wollen, müssen wir sicher sein, dass du der Richtige bist. Das ist auch eine Rüstung aus Arcania. Zeig mir deine Ware. Von, ja, wie heißt sie jetzt? Als wenn das so einfach wäre. Ich will den Bogen haben. Ohne Witz, ey. Am besten du erledigst das selbst. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Pfeile ich habe. Erstmal tauschen. Was kann denn schon groß passieren? 315, ja, ich brauche Pfeile. Gib mir deine Pfeile. Als wenn das so einfach wäre. Hab mich schon gefragt, wann du kommst. Wieso? Ich hab dich ins Dorf kommen sehen und wusste, dass du über den Pass willst. Wir Jäger sind nun mal die Einzigen, die zum Jagen nach Nordmar dürfen. Wir sind auch die Einzigen, die dich über den Pass bringen können. Was kann denn schon groß passieren? Erzähl mir was über Nordmar. Eine Jagd in Nordmar ist was ganz anderes als hier. Das ganze Land ist durchzogen von tiefen Schluchten und hinter jeder Ecke lauert der Tod. Für die Jagd ist das so ziemlich die beste Gegend, die es gibt. Und die gefährlichste. Wo ist der Pass? Oben am Turm. Geh einfach den Weg rauf. Kannst du mir was beibringen? Ich bin kein Lehrer. Ich kann dir einen Tipp geben, wo du jagen kannst. Wenn du was lernen willst, geh zu Wilson. Wo kann ich hier jagen? Unten im Wald gibt es einen Haufen Wölfe. Knar wird die Fälle gerne annehmen. Ich will bei euch mitmachen. Die Sache läuft so. Du zeigst mir, dass du anpacken kannst, dann habe ich nichts dagegen. Verstanden? Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Richtig, kannst du mir was beibringen? Für 50 Gold zeige ich dir, wie man jagt. Ich will bei dir lernen. Hast du das Gold? Hier. Alles klar. Was soll ich tun? Als Jäger muss man nicht nur wissen, wie man jagt und da draußen überlebt. Man muss auch wissen, wie man seine Fell an den Mann bringt. Ich will, dass du dieses Schattenläuferfell für mich verkaufst. Ich will, dass du es Gnar, dem Ork vor der Burg, verkaufst. Und ich will 500 Goldstücke dafür haben. Bring mir was über die Jagd bei. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Dazu bist du... Am besten 16. Zeig. Und dann noch so teuer. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Was soll ich für dich tun? Du kennst den fetten Wüstenhändler Ali? Er prahlt die ganze Zeit mit einem Artefakt, das er den Orks verkaufen möchte. Bring es mir. Und wie soll ich das tun? Das ist deine Sache. Lauer ihm auf. Hau ihm ein paar auf die Fresse oder beklau ihn. Was willst du mit dem Artefakt? Ich will vor allen Dingen nicht, dass dieser Typ in die Burg kommt. Wenn sein Artefakt wirklich aus Nordmar ist, hat er es gestohlen. Ich mag keine Diebe. Ich bin mir sicher, du hast...